Okay, willkommen zurück und wir sind weiterhin beim Weihnachtsmann. Ja, und wir müssen ihn mal wieder bezahlen. Was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Gottverdammt. Naja. So. Kennt ihr nicht das einzige Krankenhaus, was du suchst, aber ich kenne ein Ulinen-Krankenhaus. Interessant. Hey, ich mach das nicht zum Spaß, weißt du? Du musst schon etwas mehr leisten als das hier. Oh Mann. Hast du eine Erkältung, Napoleon? Nein, überhaupt nicht. Irgendeine Allergie, schätze ich mal. Ich krieg das immer im Winter. Immer nur Spuren von Snow 9 feststellen, wenn Snatcher in der Nähe sind. Es ist dieses Niesen. Es ist halt einfach da. Ja, wie auch immer. Naja. So gierig wie immer. Hier, nimm schon. Ich danke vielmals. So. Ich weiß nicht sehr viel darüber, aber es könnte drüben im RF-District sein. Warum schaust du nicht da mal nach? Also gut. Habe ich jetzt mal irgendwas vergessen? Das ist ein Zeug, das vom Militär entwickelt wurde, als eine Defensivwaffe, um Basen und sowas zu schützen. Aber ich will nicht alles vernichtet vor einigen Jahren davon. Ich höre, dass jemand versucht hat, das Zeug zu kultivieren. Vor 3 Jahren. Das ist derselbe Zeitraum, als die Snatcher. Alright, I've had it. Don't call me anymore, okay? Wait a minute, Napoleon. I'll keep any Snatchers off your back. They're after both of us. You better worry about watching your own back. Oh, by the way, here, a little Christmas present for you. What? Tissues? See ya! Merry Christmas! Well, now he's gone. No surprise there. He's got plenty of reason to be scared. Besides, I got the information I needed. There's an advertisement on the back of that pack of tissues. This is an ad for Outer Heaven. Just how many different jobs does that guy have? Ja. Gute Frage. So, du, dann wollen wir doch mal Jamie anrufen. 39, 34, 44. Denn sie könnte uns sehr helfen. Bei diesem Krankenhausproblem. Oh mein Gott! Was ist das? Mein Gott, ein Snatcher! Ach du Scheiße, wir sind zu spät. Bet I surprised you, huh? Don't worry, this is just a tape. I'm at work right now. If you need to reach me, please call Neo Kobe Pharmaceutical Labs at 391009. Sorry to scare you. Bye. Was die sich dabei denkt, naja. Sie hat mich wirklich erwischt in dem Moment. Wann ist sie damit angefangen, solche Witze zu reißen? Kein Zweifel, diese Nachricht war eine Strategie, um mit nervenden Anrufern umzugehen. Was soll denn das bitte schön heißen, Metal? Kein Grund, verschämt zu sein. Ich weiß genau, dass Jamie dein Hart gesnatcht hat. Dein Hart ergriffen hat.
So, dann rufen wir mal bei den Neo Pharmaceuticals an. Good afternoon. Neo Kobe Pharmaceutical Labs. May I help you? Oh, Gillian, what's up? Dann wollen wir doch mal. Ja, wie geht's dir denn? Sie war kurz, aber unsere Zeit zusammen war wundervoll. Ja. Aber wir konnten niemals aufhören zu streiten. Ja, das gehört auch zu einer guten Beziehung dazu. Aber selbst diese Erinnerungen sind nun wertvoll. Wie dich verzweifelt, denn Mann. Unsere einzige Erinnerung zusammen. Jamie, ich habe gehört, dass die Snatcher ein Krankenhaus irgendwo auf der Insel übernommen haben. Ich brauche deine Hilfe bei den Untersuchungen. Alles, was du tun musst, ist fragen, Jamie. Ich werde alles tun, um zu helfen. Lebens, das macht sie. Jamie, diese Nachricht auf deinem Anruf beantworte, war das nicht ein bisschen, bist du nicht ein bisschen zu weit gegangen? Habe ich dich erschreckt? Nein, überhaupt nicht. Auf jeden Fall hast du das. Warst du besorgt? Was für eine Frage. Ja, ich war besorgt. Wie besorgt? Wie besorgt? Nun, ich würde sagen, ziemlich besorgt, weißt du? Gut. Eiskalt, die Frau. Willst du mit solchen Witzen aufhören? Wenn ein Snatcher jemals dich auch nur anfassen würde, dann würde ich... Ich weiß nicht mal, ob ich daran überhaupt als Witz denken kann. Okay, gehe. Entschuldigung, muss leider aber gehen. Was macht dein Erinnerungsvermögen? Irgendwelche Anzeichen, dass es zurückkommt? Ja, das fragt er auch jedes Mal. Aber, naja, kann man auch verstehen. Irgendwie, ich fühle, dass ich diesen Job schon seit Ewigkeiten mache. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Weiß getragen habe. Kannst du dich an irgendetwas erinnern, Gillian? Jamie in Weiß. Vielleicht eine Hochzeit, hä? Ich fürchte nicht. Absolut gar nichts. Die Snatcher brauchen ein Krankenhaus mit Einrichtung, um ultraviolette Strahlen zu behandeln. Hast du irgendeine Idee, wo das sein könnte? Oder irgendwie eine Ahnung darüber? Nun, Einrichtungen, um ultraviolette Strahlen zu behandeln, ist nichts Seltenes. Aber wir haben Unterlagen von den Krankenhäusern auf der Insel. Ich werde es mir mal ansehen. Aber verspreche nicht zu viel davon, wenn es ein Schwarzmarkt ist, dann werden wir wahrscheinlich wohl nichts durch diese Untersuchung haben. So. Zeigen wir doch mal das Bild. Ulin. Ich denke, ich habe davon gehört. Ich denke, es könnte ein Krankenhaus auf der Insel sein. Ach nein. Echt? So ziemlich alles der Entwicklungen der Administration von Pharmazeutika auf der Insel sind hier platziert. Danke, dass du mich für ein Date in die Spielhalle gefragt hast. Ich fürchte, ich kann nicht gehen, aber ich war wirklich froh, dass du gefragt hast. Jamie, ich würde dich wirklich gern sehen. Wann können wir uns treffen? Dich sehen würde einfach noch mehr Schmerz bringen, Gillian. Dann belassen wir es. Eiskalt, die Frau, aber wirklich. Das hört ja gar nicht mehr auf. War sehr nett mit dir zu sprechen, wenn ich irgendwas über das Krankenhaus gefunden habe, dann rufe ich dich an. Danke.
Ich brauche wirklich deine Hilfe bei diesem. Wir sprechen dann später, Gillian, bei. Ja. Und ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal Pause nach diesem langen Gespräch und sage tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.